Heute Morgen war ein Vorfall. Und zwar die Tochter von Frau Plichter ist im Grunde genommen in einem Auto, in einem Auto, was gestohlen war, im Grunde genommen aus dem Auto geworfen worden und ist im Grunde genommen zu Schaden gekommen und liegt jetzt im Krankenhaus. Schwer verletzt. Um wie viel Uhr heute Morgen war ich im Kino? Dirk Ahrens überprüft telefonisch die Aussage der Nachbarin. Er erfährt, dass das Alibi stimmt. Der Kinobetreiber kann sich an die Frau erinnern, weil sie sich über fehlendes Toilettenpapier beschwert hat. Frau Tölln, Sie sind uns bekannt. Wir werden uns wieder bei Ihnen melden. Für heute dürfen Sie erstmal nach Hause gehen. Frau Tölln haben wir im Grunde genommen nach unserer Vernehmung gehen lassen, weil es gab keinen Grund mehr, Sie festzuhalten. Sie hatte für den Morgen ein Alibi. Sie war tatsächlich im Kino, auch wenn das ein bisschen lächerlich und ein bisschen albern klingt. Sie war mit ihrer Freundin da, insgesamt 4 Mann im Kino. Nichtsdestotrotz, wir kennen Ihren Namen, wir wissen, wo sie wohnt. Sie läuft uns nicht weg. Also, wenn wir noch Ermittlungsansätze haben gegen Sie, werden wir auf jeden Fall weiter gegen Sie ermitteln. Würde ich ganz gerne Sie zu Ihrer Tochter fragen. Ja. Geht sie normalerweise nicht zur Schule? Sie ist 15 Jahre alt. Doch, normalerweise schon. Ja, und wieso ist sie heute nicht gegangen? Das müssen Sie mal meinen Mann fragen, weil das war so nicht geplant. Ich habe auch gedacht, sie ist bei meinem Mann über Nacht. Ach so, sie haben jetzt normalen Tagesablauf. Sie wohnt normalerweise bei Ihnen. Genau. Und Ihr Mann hat jetzt für ein paar Tage im Grunde um das Sorgerecht übernommen. Habe ich das ja, richtig verstanden? Irgendwas ist wohl gestern Abend passiert und da hat er so irgendwie mit Geld aus dem Haus raus, was weiß ich, oder einen Termin oder was hatte. Und das ist ja auch der Grund, dieses Unzuverlässige und ihr ständig irgendwas erlauben, was nicht in Ordnung ist, warum wir uns letztendlich auch getrennt haben. Während der Befragung der Mutter hat die Spurensicherung das Handy der Tochter überprüft und interessante Hinweise gefunden. Bevor die Ermittler diesen nachgehen können, kommt das Opfer auf die Wache. Der Vater verabschiedet sich sofort, um seiner Ex-Frau aus dem Weg zu gehen. Oh, Paulina, tu mir mal einen Gefallen. Erklär mich mal bitte auf, was das eigentlich heißt, dieser Chat. Wer ist das? Wer ist denn dieser Dustin, Paulina? Wer ist das? Das ist ein Freund von mir. Das ist ein Freund von dir. Ja. Das scheint auch ein guter Freund von dir zu sein, weil das Foto, was wir dahinter gefunden haben, ist auch sehr nett. Das seid ihr zwei? Ist das der Dustin? Ja, sieht so ein bisschen aus wie ein Paar. Also wir kennen uns noch nicht so lange. Ja, wir kennen uns noch nicht so lange. Wie lange denn? Oh, eine Woche vielleicht. Also eine Woche. Und weißt du, wo er wohnt? Nee, weißt du nicht. Okay, wo hat er dich denn eingesammelt? Er war doch gestern mit dir unterwegs, oder? Wenn man diesen Chatverlauf von dir hier... Anscheinend ja schon. Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern. Denk mal in Ruhe nach. Wir haben Zeit, ja? Aber du warst auf einer Party, oder warst du nicht auf einer Party? Ja, ich war auf einer Party. Das junge Mädchen hat bei dem Sturz aus dem Auto eine Gehirnerschütterung erlitten. Die erfahrenen Polizisten wissen, dass das Erinnerungsvermögen dadurch beeinträchtigt ist. Sie setzen mit ihrer Befragung am Abend an und führen die 15-Jährige durch die Nacht. Die Party war heftig. Am Morgen brauchte die Schülerin frische Luft. Und dann? Habe ich mich rausgesetzt. Okay. Und dann weißt du nicht? Dann kam das denn. Und dann, dann kam das denn. Okay. Und er wollte irgendwie, dass ich mit ihm mitkomme, aber ich wollte das nicht. Und was ist dann passiert? Hat er sie bedrängt in irgendeiner Hinsicht? Ja. Oder dich? Also, ich weiß nur, dass er mich an meinem Arm gezogen hat und dann war ich auf einmal in so einem Auto. Das war der Dustin, der dich ins Auto gezogen hat? Ja, ganz sicher, das war Dustin. Ja. Hast du einen Nachnamen von dem? Nur nee. Vornamen? Nur Vornamen. Ja. Lass mal gucken, was mit der... Achso, habt ihr das? Ganz interessant. Ja. Erzähl. Was war das denn? Jetzt wird's lustig. Weißt du, wie der heißt mit Nachnamen? Tölln. Nee. Doch, Warburgstraße 7. Das ist Dustin Tölln. Ich hab's nachgeschickt. Ich habe jetzt auch einen Streifenwagen schon mal hingeschickt. Ja. Ist das der Sohn von unserer Frau Tölln dann vermutlich? Ich gehe davon stark aus, ja. Die Polizisten lassen sich bestätigen, dass der junge Mann aus dem Adressbüchlein der Tochter der Sohn der Nachbarin ist. Mutter und Tochter haben ihn nicht erkannt, da der Nachbarsjunge damals lange Haare trug und sich Marley nennen ließ. Dirk Ahrens hält den Kontakt zur Streife und erfährt von einer erschreckenden Entdeckung. Also, Wohnanschrift angefahren, ist keiner vor Ort, außer ein Fahrzeug und eine Blutanhaftung am Fahrzeug und im Bereich des Eingangs, richtig? Genau, im Eingangsbereich von Herrn Tölln sind Blutanhaftungen. Fotos kommen jetzt, könnt ihr euch mal angucken. Wir haben da auch schon maskiert in der Nähe. Sind schon da, Fotos sind schon, das ging ja flott. Alles klar, hier, danke, haben wir mit. Ciao. Man hat Blutspuren gefunden vor dem Eingang von Dustins Wohnung und Blutspuren an einem Auto. Und diese Blutspur an dem Auto war dann das Interessante dabei. Dieser Wagen gehört dem Vater. Das ist Papas Auto, das kenne ich am Kennzeichen. Das ist Papas Sie Auto. Hier? Wieso steht Papa? Ja. Wieso? Was macht das Auto jetzt? Was? Und das ist die Adresse von diesem Dustin Tölln? Ja, genau. Das ist die Adresse, wo die Kollegen jetzt hingefahren sind.
Aber wieso steht aber da das ist, Auto meines Mannes da? Sind Sie da ganz sicher? Ich meine, ich kann auch mal schnell noch mal eine Abfrage machen, aber so schnell konnte ich es natürlich jetzt nicht machen. Ja, ist ja, das ist das Auto meines Mannes, wäre ich ja wohl ganz sicher. Die Polizisten vermuten, dass der Vater aus der Erzählung seiner Tochter die richtigen Schlüsse gezogen hat. Sofort nach Verlassen der Wache muss er zum Verdächtigen gefahren sein. Die Fahnder brauchen mehr Informationen über den Nachbarsjungen. Die Polizeidatenbank liefert sogar einen möglichen Aufenthaltsort. Das denn? Ja. Gewalttätig, Dieb. Das kommt ja vom Bild her hin, was wir auf dem Handy haben. Ja. Ich hatte den Dustin ja nochmal durch unsere Systeme geschleust und da kam heraus, dass er tatsächlich schon polizeilich bekannt ist, unter anderem wegen Körperverletzung. Und es war auch ersichtlich, dass er eine Ruhestörung wohl begangen hatte und die war tatsächlich bei uns hier im Containerhafen, wo er auch einen Container wohl angemietet hatte. Das ist natürlich für uns jetzt möglicherweise eine Adresse, die wir auf jeden Fall jetzt mal aufsuchen werden. Ja. Hier, pass auf, ich gehe runter, ja. Klaus, und frag, wo das war. Ja, genau. Dann kannst du mit ihm das kurz besprechen und dann kommst du runter. Wir haben uns entschlossen, wir werden jetzt raus zu einer Örtlichkeit, die wir in den Akten gefunden haben. Tut ihr mir Gefallen, nehmt ihr die Mutter mit? Die Polizisten vermuten, dass der verdächtige Nachbarsjunge den Vater in seine Gewalt gebracht hat, nachdem die Entführung der Tochter fehlgeschlagen ist. Wenn die Vermutung zutrifft, schwebt der Mann in ernsthafter Gefahr. Mehrere Beamte rücken zum Einsatz am Containerhafen aus. Der genaue Standort des vom Verdächtigen angemieteten Containers ist nicht bekannt. Wir haben 4 Reihen. Fangt ihr in der hinteren an? Wir fangen hier an. 1 bis 4, irgendwo da müsste der Container sein. Er wusste auch nicht mehr so genau. Dann gehen wir hier mal gucken. Okay, ihr geht da gucken? Ja. Okay. Ja, ist zu. Wir haben einen Fahrzeug auf dem Gelände, wir hören Tornengeräusche. Was? Der fährt, glaube ich, jetzt gerade Richtung Erdbeer. Komm, zurück. Da fährt er. Da ist er. Alles klar. Ja. Der will da irgendwo reinfahren. Wir werden in den Container reinkommen. Für die Ermittler ist es lebensgefährlich, die Containergasse zu betreten. Denn sie haben keinerlei Ausweichmöglichkeit, falls der Fahrer sie entdeckt und mit seinem Fahrzeug überfahren will. Hey, Polizei! Polizei! Raussteigen! Steig aus! Aus! Steig! Funk! Der kommt euch entgegen! Ich hab nichts gemacht! Hände hoch! Nachdem die Beamten den Verdächtigen unschädlich gemacht und in Gewahrsam genommen haben, nähern sie sich dem Container. Die Geräusche deuten darauf hin, dass sich hier jemand aufhält. Hey! Ganz ruhig! Wo ist der Arsch? Frau Tüllen, was machen Sie denn hier? Ganz Polizei. Ja, der Vater war natürlich ein richtiger Fuchs. Der hat natürlich das Notizbuch einmal durchgeblättert, hat natürlich den Dustin festgestellt, hat sich die Adresse gemerkt, ist hingefahren, hat aber bei der Adresse sofort nach dem Klingeln sofort was ins Gesicht bekommen und ist im Grunde genommen K.O. gewesen. Ich hatte ja dann noch hier die Mutter von unserem Täter kurz befragt, wie sie denn überhaupt hierher gekommen sei. Sie hat mir dann tatsächlich mitgeteilt oder uns, dass sie auf der Wache schon so eine Vermutung gehabt hätte, nach den ganzen Erkenntnissen, die wir ihr vorgetragen hatten. Und sie hatte befürchtet, dass hier wohl ihr Sohn Dustin derjenige sei, der das Ganze hier angezettelt hatte. Ja, und sie wusste vor allen Dingen, dass er hier Container angemietet hat, dass er sich hier immer aufhält. Deswegen ist sie hierher gefahren. Okay, und was hat er dann gemacht? Jetzt lande ich hier. Was hat er dann gemacht? Hat er sie niedergeschlagen oder wie? Gefesselt, niedergeschlagen. Ins Auto gepackt und dann hierher geschleppt? Dann bin ich wohl hier gelandet. Okay. Also Sie wissen auch nicht, wie Sie hier gekommen sind. Nicht wirklich, aber genau okay. So muss es wohl gewesen sein. Wir gehen mal zum Auto. Meine Frau will mich doch gar nicht sehen, oder? Weiß ich nicht, ich glaube schon. Ich möchte nicht nur meinen nicht Sohn verlieren. Egon, für 3216. Die Nachbarin und ihr Sohn geben der Mutter die Schuld daran, dass ihre Familie vom Jugendamt zerstört wurde. Der Nachbarsjunge wollte, dass die Mutter das gleiche Schicksal erleidet und ihre Tochter verliert. Willst du mal gucken? Habt ihr durchsucht? Nein! Jetzt hör erst mal zu, was hier gesagt wurde, mein Freund. Pass mal zu. Ja. Du bist festgenommen, du siehst es, du musst jetzt hier keinen Widerstand leisten. Da hinein, du bist festgenommen. Ich hab nichts gemacht. Nein! Ich hab nichts gemacht. Also Widerstand. Beine rein. Kopf rein. Okay. Mann! Ich steig ihn wieder ein. Nein! Ist gut? So, jetzt ist aber mal Feierabend, mein Freund. Bringen wir noch die Ware, wir nehmen uns den gleich an. Ja. Oh, jetzt läuft zu backen mit uns. Ja. Dich da. Nein. Sie fahren mit uns im Auto. Sie kommen mit uns. Der Junge kann froh sein, dass er da drin sitzt. Ja, ganz ruhig. Egon, ich muss noch den anderen Einsatz ein bisschen ab jetzt hier. Ja, kannst du machen. Die Streife kommt mit dem Festgenommen rein. Wir nehmen das Opfer
mit auf die Dienststelle zur Ex-Vernehmung. Wir kommen jetzt rein, alles Nähere drin. Der junge Mann wird wegen Körperverletzung, Diebstahl, Einbruchdiebstahl und Entziehung Minderjähriger zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Mutter und Tochter erholen sich vollständig von ihren Kopfverletzungen.